Schönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu meinem ersten Projekt auf dem neuen Kanal. Wie ihr sehen könnt, Pokémon. Jedoch steht noch etwas drunter. Edition Naranja. Zu Deutsch oder zu Englisch. Edition Orange. Also ein Pokémon-Hack. Ganz einfach, da die normalen Pokémon-Teile schon viel zu oft LP'd wurden. Und ich einfach schon die alten... Oh, ich bin kurz außer Puste. Tut mir leid. Kurz atmen. Okay. Ich bin ganz aufgeregt. Wuhu! Ja, weil ich die anderen Pokémon-Teile schon kenne. Das finde ich ein bisschen langweilig. Deshalb der englische Pokémon-Hack. Eigentlich ist er auf Spanisch, da irgendwie die Spanier solche Hacker sind. Die bösen, bösen. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich los. Willkommen zu auf den Orangen-Inseln. Ja, Transl, bla bla bla. Optionen müssten passen. Wir starten ein neues Spiel. So, wie immer, zuerst der gute Professor Eich, der sich vorstellt. Ein Videoanruf vom Indigo-Plateau nach Pallet Town. Herzlichen Glückwunsch, ich habe hier einen kleinen Freund, welcher wartet. Hey, dein Slimog. Genial, ich spiele es blind auf jeden Fall, weil ich habe noch kurz reingeschnuppert, aber sonst wirklich null Plan. Dein Slimog ist sehr happy, cool. Du warst der Pallet Town. Pallet Town weiß ich glaube leider nicht die Übersetzung. Wir sind jetzt hier, haben die Liga geschafft. Und die sind alle sehr stolz auf mich. Haha. Aber jetzt sollen wir zurückkommen und müssen was erledigen. Zunächst können wir auswählen, was wir sind. Sind wir Ash oder Misty? Schwierige Frage. Ich habe eigentlich Lust, Misty zu spielen, da sie recht geil ist. Aber ich werde Ash nehmen. Was der Name? Mein Name ist ganz cool. Hagi. Aber Moment, wir machen. Natürlich machen wir noch das Yo hinten dran. Das muss einfach sein. Hagi Yo sind wir. Nein, jetzt habe ich das O gelöscht. Professionell. Ja, wir sind Hagi C. Ja, wir sollen jetzt Professor Ivy treffen, so schnell wie möglich. Und dafür kriegen wir ein Zeppelin-Ticket. Damit können wir reisen auf einem Zeppelin. Eine wahnsinnig geile Idee, finde ich. Und worauf warten wir noch? Let's get started. Er wartet auf uns. Wir sollen uns beeilen. Und jetzt kommt schon, also Sprite-mäßig ist das Wahnsinn. Schaut es euch an. Wir sind auf einem Luftschiff. Es ist eine Editierung der Rubin-Version. Wir können ja langlaufen, yay. Und was ganz cool ist, wenn wir versuchen runterzulaufen. Nein, es geht nicht, schade. Also für alle Suizidbedingten. Pikachu Lux. Er möchte endlich ankommen und mehr Abenteuer erleben. Hier geht's rein. Hey Dude, eine Kasse. Oh, ich möchte mir erstmal ein Bier gönnen eigentlich, aber geht ja irgendwie nicht. Die sagen nur unwichtigen Kram, also weiter geht's raus. Come on, Pikachu! Beeil dich! Wir müssen Professor Eich besuchen! Hey, Dude! Du hast einen schönen Scheitel! Ey! Eine Menge wollen dir weiterhelfen! Bla bla bla! Hey! Wer ist das? Gehen wir erstmal rein! Das müsste unser Haus sein, genau! Hey, Dude! Bist du das, Hagio? Du bist ein kleiner Champion! Warte in meinem Labor, okay? Sorry, falls ich ein bisschen langsam bin mit Übersetzen, aber es ist noch früh am Morgen, es ist gerade mal 12:30. Wer ist der eklige Typ neben mir, der hat durchs Fenster starrt? Es ist Gary. Gary, der sie ausspionierte. Der notgeile Lustmolch. Schauen wir erstmal eine Runde ASI TV RTL. Special News Bulletin, bla bla bla, Flying Pokémon über der Hoenn-Region. Yeah! Was ganz Neues. Ah, ein Panty. Ich weiß leider gerade den vollständigen Namen nicht. Pantheon? Nee. Hallo, Mom. Herzlichen Glückwunsch über deinen Erfolg. Sweetie. Aha. Ja. Ich bin froh, wenn du mal wieder deine Mutter besuchen kommst. Ja, Mama. Ich bin aber so alt. Hey, Gary. Starr nicht meine Schwester an. Let's see if there are some... Oh my God. No, Gary. Ja, dann lass uns mal kämpfen, okay? Schon der erste Kampf gleich.
Das sind auf Spanisch hier Pokémon-Trainer Gary Tiesta Desafiando. Er hat ein Evoli, Level 5. Und wir haben natürlich ein Pikachu und können Donnerschock gleich mal am Anfang. Donnerschock. Yeah. Ein kritischer Treffer. Oh nein, Nebel, was soll ich nur tun? Oh mein Gott. Ihr müsst mal in den Kommentaren schreiben, ob ich dann solche Kämpfe, wenn ich mitten im Gras angegriffen werde oder so, ob ich die hier so vorspulen soll oder halt nicht. Das müsst ihr entscheiden. Mir ist das relativ egal. Aber ich denke, das wird mit der Zeit dann relativ nervig. Und Level 6. Yeah. Wir haben guten Schlag erlernt. Mensch, Mensch, Mensch. Und wir haben Gary besiegt und bekommen dafür gleich mal, na, 300 Euronen. Das ist doch mal schön. Haha, Gary, du bist doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ha. Irgendwann wirst du mich schon mögen. Komm, na, in Professor Eis Labor und so ein Schatz. Ist er gerade über den Zaun gesprungen? Ich will auch. Ich kann's nicht, ich bin so schlecht. Hey, wer bist du? Are you going to travel? Wieso lese ich das vor? Willst du mit dem Schiff reisen? Dein Ticket bitte. Ah, wir haben nicht das Richtige. Oh nein, oh mein Gott. Also gehen wir mal zu Professor Eich rein. Okay, wir laufen automatisch. So, Huggy, was siehst du? Your mother let me. Hier eine Trophäe für dich, weil du so wahnsinnig cool bist. Und da habe ich mir gedacht, so, wow, stell ich mir eine Trophäe hin. Und wir bekommen das Pokédex oder den Pokédex, ich weiß es nicht. Erinnerst du dich an Dexter? Nein. Okay. Und have called, bla 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 bla. Ja, sagt mir halt das Übrige, dass wir eine neue Reise beginnen müssen. Cinnabar, das sind die Orange Islands, nenne ich jetzt einfach mal. Die sind voll mit Pokémon und oh mein Gott, das ist so wunderschön. Geh da sofort hin. Ja, ich will da hin. Wir kriegen Pokébälle. Yay. Okay, ja. Ja, danke. Professor Eich, laber mich bitte nicht zu. Please bring it to me. Oh, jetzt habe ich doch vergessen. Mist. Going to the... Ja, wir wollen da hin. Okay, so. Ja, genau. Aktiviere mein Pokédex. Cheatlist, was... Juppa. Okay, das war jetzt ein Hinweis auf den Hack, dass ich in Readme-Datei gucken soll, wenn mir was nicht passt. Okay. Hallo Käfersammler. Und? Schon ein bisschen Öko-Eier gegessen? Hey, du musst Hagio sein. Ja, du bist so geil. Ich bin voll der Groupie. Lass uns im Busch Sex haben. Oh. Nein, unangenehm. So. Aber mehr können wir jetzt eigentlich hier schon nicht mal machen. Also geben wir mal zurück. Auf den Zeppelin, ja. Klingt komisch. Und ich find's genial immer. Ich kann nicht mehr zurück. Aber hier ist jetzt aus irgendeinem Dings eine Tür. Okay. Noch ist es nicht blind, aber wir sind jetzt hier mitten in der Pampa. Irgendwie ist der Zeppelin abgestürzt oder so, was weiß ich. Also gehen wir mal weiter. Was? Hilfe? Hilfe? Wingul! Ich will dich haben! Los, Wingul, lass mich! Oh Mann, ich will Wingul haben! Hey Typ, starr mich nicht an! Ich hätte gern ein paar Turbo-Treter. Hey, junge Dame! Ja, ich möchte gern mit dem Boot fahren. Ah, es ist nicht möglich. Schade. Okay, dann halt weiter. Und was willst du? Bist du ein Trainer? Hallo? Ah, wie schön kann das sein? Ja, wunderschöne Welt. Ja. Wingul, ich will so ein Wingul haben. Das hier ist ein Pokémon Center. Ich liebe die Musik. Hey, Digga, hast du einen Burger für mich? Ja, ich weiß, wie man Computer benutzt. Sonst würde ich ja nicht gerade aufnehmen. Trottel. Okay, weiter geht's. Was gibt's hier? Oh, ein Haus. Das ist immer schön. Mal quatschen wir erstmal mit dem netten Mann hier. Ja, es wird langweilig. Er sagt gerade, dass es langweilig wird, wenn man immer im Viereck läuft, weil meistens haben die ja so ein programmiertes Laufmuster. Ja, ich find's etwas witzig gemacht. Hey, du alter Sack. Oh, ich bin glaube, das ist super. Ich sehe das Sparkeln in deinen Augen. Bla 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 bla.
Der Großteil der Leute labert eh meistens nur Müll und das ein Blutzug. Ja. Ich weiß, ich kann sehr gut Pokémon imitieren. Gehen wir noch ein bisschen an den Strand chillen und bald ist ja auch schon der erste Part vorbei. Ach ja, das ist so wunderschön. Ist hier oben noch was? Da war doch noch so eine hübsche junge Frau. Hallöchen. You are not a tour. Ja, Pokémon-Stelle. Okay, die zeigt uns jetzt irgendwas. Achso, das ist so ein Inselshop und hier kann ich alles kaufen, was ich möchte. Ich bin so cool. Yay, einen Trank bekommen. Potion. Auf Spanisch. Yeah. Ja, ist okay. Also, es gibt keinen Markt mehr, sondern jetzt halt so ein Bio-Stand. Und was haben wir denn hier in der Hütte? Ein Glatzkopf, die glänzt aber schön. Ja, Mandarina, bla. Okay, sehr spannend, muss ich schon zugeben. Bla bla, irgendein Zitat. Alberti, bist du Alberti? Hallo Alberti. So. Valencia Isla. Gibt's eigentlich schon eine Karte? Würde ich mir die mal noch schnell anschauen. Oh. Hagio, Trainerausweis. Cool. Eine Karte habe ich noch nicht, schade. Das da unten, was ihr gerade seht hier, und das hier ist Gras schon. Wenn ich sterbe, werde ich hier irgendwie wieder geboren, wiederbelebt. Das habe ich irgendwie noch nie verstanden, warum ich hier hüpfe, aber who cares. Ich wollte auch schon sagen, das war's mit dem ersten Part von Pokémon Orange. Wenn es euch gefallen hat, Kommentare, Feedback, immer her damit. Ich bin Mr. Yo, haut rein und tschüss.